Herzlich willkommen in Meister Frickels Bastelbude, Projekt T4. Ich bin ja Trucker vom Beruf, wie ihr vielleicht wisst. Und mir ist es so ein bisschen auf den Sack gegangen, dass, wenn du mit dem T4 rumfährst, dass, du hast eine schöne Armlehne, das Fahrzeug fährt sich eigentlich super geil, nur der Steuerknüppel, also der Gangknüppel, ist halt sehr niedrig, ne? Und jedes Mal, wenn du fährst und viel Stadtverkehr fährst, bist du halt da unten mit dem Handgelenk immer so runter und am Rumeiern. Habe ich mal bei eBay geguckt, habe ich einfach mal T4 eingegeben und geguckt, was alt für ein Scheiß gibt. Und habe dann zufällig mal entdeckt, dass es auch Verlängerungen gibt für die Gangschaltung. Sieht so aus. Gibt auch gekrümmt. Ich habe mir jetzt einen geraden bestellt. Kostet zwischen 5 und 10 Euro. Je nachdem, wie lange ihr warten wollt. Aus China dauert das wahrscheinlich etwas länger. Kostet dafür weniger. Wenn ihr was aus Deutschland bestellt, ist es schneller da und zahlt natürlich ein bisschen mehr. Jo, den wollte ich mit euch einbauen. Und ich habe noch gleichzeitig einen schwarzen Schaltsack dazu bestellt, weil ich habe ja eine beige Innenausstattung, mein Schaltsack ist auch beige und diese Schaltsäcke aus Gummi, die quietschen immer so komisch, wenn du schaltest. Geht mir so ein bisschen auf die Nüsse, wenn ich ehrlich bin. Und ja, schaut aber mal zu und ich zeige euch mal, wie es geht. So, der normale Schaltknüppel ist halt so aufgebaut, dass ich immer das Handgelenk hier so runter habe und dann ganz normal schalte. Kennt ja jeder quasi. So. Bin ich hingegangen und habe halt diese Verlängerung gekauft und einen schwarzen Schaltsack mit weißen Nähten, fand ich ganz nett. Der kostet 10 Euro. Wie gesagt, dazu habe ich mich aber schon geäußert. Ja, eigentlich ist es einfach, ihr dreht den Schaltknauf einfach nur ab. L ist langes Gewinde. Dann habt ihr den in der Hand. Ich habe jetzt auch noch einen neuen Knüppel bestellt, aber der ist leider noch nicht da. So, dann macht ihr den Schaltsack ab. Einfach nur hier unten dran ziehen. Und dann könnt ihr den nach oben einfach rausziehen. So, das ist der alte. So sieht es jetzt gerade aus. Und jetzt gehen wir hin und bauen die neuen Sachen ein. So, ich hoffe, ich sehe noch was. Ihr seht noch was wegen schlechten Sichtverhältnissen. Es wird gerade dunkel quasi. Schaltzeug ausgepackt. So sieht er aus. Sehr einfach aufgebaut. Dann gehen wir als allererstes hin. Und schieben jetzt den von unten nach oben durch. So hast du dann wie beim richtigen Schaltknauf hier unten auch so eine Nut drin, wo normalerweise der Original-Schaltsack sich einhakt. Jetzt gehe ich hin und ziehe den Schaltsack über den Schaltgestänge. Schraube ihn jetzt erstmal fest. Klar, verdreht er sich. Drehen wir jetzt so lange, bis es nicht mehr geht. Wie gesagt, sehr langes Gewinde. Dann richtig festziehen, positionieren. Klar, zu jeder Ecke geht eine Naht hin. So, einfach drüber ziehen. Ein bisschen raffen. Fertig. Sehe ich gerade, dass der Schaltsack doch ein bisschen länger ist, wie ich gedacht habe. Aber im Endeffekt ist das so schön. So, Schaltsack ist soweit drauf.
Ich probiere noch mal was anderes aus, weil er jetzt sehr gerafft ist da unten. Ich glaube, ich mache das noch mal neu. Ich drehe den mal wieder ab und dann möchte ich noch mal was anderes testen. So, jetzt ziehe ich den das zweite Mal durch, gehe den aber hin und lasse den nur so und ziehe den nicht weiter durch. So, ziehe den nicht weiter durch, den könnte ich jetzt um das Stück weiter durchziehen, mache ich jetzt mal nicht. Und dann machen wir den drauf und gucken, ob es dann eventuell noch besser aussieht oder auch nicht. So, Ding ist drauf. Mache ich den unten jetzt wieder fest. Dann ist total einfach. Ist ein Gummi unten drin. Das lässt sich dann auch sehr gut positionieren. Das habe ich vorher noch erzählt. Jede Naht auf jede Ecke. So, gefällt mir noch besser. So, dann. Das doch sehen. Drehe ich ganz zum Schluss den Schaltknopf drauf, so wie ihr das haben wollt. Ihr könnt auch einen anderen nehmen, Totenkopf, keine Ahnung, was es gibt. Und ich habe so viel Dinger gesehen im Internet, was man alle kaufen kann. Wahnsinn. So, dann ist es fest und jetzt zeige ich euch das mal. So, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Eigentlich sieht es aus wie vorher, nur dass der Schaltknauf jetzt viel höher ist. Und ich, zeige ich das mal. Wenn ich sitze, habe ich die Hand jetzt hier drauf und kann jetzt quasi so über meine Armlehne gleiten und habe quasi eine super schöne gemütliche Position und ist echt gut. Also ich muss sagen, vom Gefühl her klasse. Ja, ich fahre jetzt noch mal eine kleine Runde damit und dann zeige ich euch gleich, wie mein Erlebnis mit dem neuen Knüppel war. So Leute, ich muss sagen, war eine geile Anschaffung. Hat nicht viel Kohle gekostet. Den ganzen Spaß, sagen wir mal, um die 20 Euro. Also die Verlängerung und der Schaltsack sieht super aus. Und vom Fahrkomfort mega geil. Ernsthaft. Also ich bin total zufrieden. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen sehr freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Vergesst die Glocke nicht. Und ansonsten wie immer, see you later, Alligator. Euer Meister Frickel. Haut rein.